Ja, zieh den irgendeinen Kaffee, wo noch kein Schwein was gehört hat. Hey, manche schon. Ich habe nicht mal eine eigene Postleitzahl. Wie heißt das Kaff? Es liegt super zentral. Die Leute kommen von überall dorthin. Wie heißt das Kaff? Beaumont. Beaumont? Wo verdammt liegt Beaumont? Mom, wo soll das hin? Ich krieg die Kiste nicht mehr zu. Der Rücksitz ist schon vollgepackt. Dwayne, bitte, ich will hier genauso wenig weg wie du. Ja, klar. Schau. Ich wünschte auch, dein Vater hätte uns nicht verlassen. Ich wünschte auch, alles wäre wie früher. Okay, okay. Und wir wünschen uns beide, ich wäre eine von diesen starken, alleinerziehenden Müttern, die plötzlich selbstständig werden. Aber ich bin's nicht. Du darfst mir gern widersprechen. Wir haben 10 Stunden Fahrt vor uns. Mir fällt bestimmt was ein. Mir kommt's vor, als hätte ich was vergessen. Vielleicht sollten wir das alles einfach vergessen. Was ich in dieser Stadt soll, möchte ich wissen. Die leben hier auf einem anderen Stern. Mein Dad ließ uns bei Nacht im Stich. Auswahl gab es leider nicht. Das Toll zu finden liegt mir wirklich fern. Ich weiß, ich werde Chicago echt vermissen. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch daran. Vielleicht hat Mama einen Job in sich. Vielleicht vermisse ich Dad ja nicht. Mach zunächst mal Bang, doch mir war's wichtig, war es wirklich wichtig. Ihr alle tut hier so betagt, ich springe lieber wild herum. Leute geben mir den Rat, junger Mann, es ist doch dumm, so aufzudrehen. Doch ich bleib nie stehen, ja, das sieht man wohl. Mein Doktor hat zu mir gesagt, zum Glück gibt es kein Rezept. Da hat man mich wohl umsonst zu all den Ärzten hingeschleppt. Ein Phänomen, ich bleib nicht weg. Hier geht man spazieren. Ich bleib. No, 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 no. Hilft nur erschießen. Ich bleib nie stehen. No, 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 no. Hey Ben, wie läuft's mit dem neuen Job? Naja. Sie haben mich noch nicht gefeuert, obwohl ich schon seit 2 Tagen hier arbeite. Vielleicht ist das deine Zukunft. Vielleicht. Ariel, wir dachten die ganze Zeit, du wärst auf deinem Zimmer. Bei den Hausaufgaben? Es ist nicht leicht, die Ausgangssperre in der Gemeinde durchzusetzen, wenn sie in meinem eigenen Hause keine Beachtung findet. Oh, gibt's da nicht so ein altes Sprichwort? Die Kinder des Schusters laufen immer barfuß? Wie spät es wieder ist. Dankeschön. Oh Mann, ich krieg jede Hütte leer. Wenn ich euch ansehe, weiß ich genau Bescheid. Diese Sache ist wirklich wert es und der Streit. Niemand hält mich jetzt auf. Niemand stoppt meinen Lauf. Ich renne drauf los, ganz ungehemmt, ganz rigoros. Und Angst ist mir fremd. Himmel hilft jemand, der unverzagt jeden Tag einen Schritt nach vorne wagt. Ganz gleich, was die Welt auch von mir hält. Ich bin der, der fliegt und der
letzten Absatz noch einmal. Bürger von Beaumont, eine Stadt ist nur so groß wie der Geist derer, die in ihr leben. Also denkt groß, groß. Und feiert los. Gott, ist das schwierig. Gar nicht, Brandon, muss ich unbedingt noch mal. Was? Ich hatte noch nie das Gefühl, dass sich jemand die Zeit nimmt, um mich zu sehen. Nein. Du gehst mit 24 Stunden nicht aus dem Kopf. Ich hab noch nie geträumt, stets wusste ich. Ein Traum wird niemals wahr, zumindest nicht für mich. Mein Herz schlug stets in dir. Allein mit mir verbracht, mir niemals klar gebracht, dass du mir fehlst. Oh, unser Paradies, es liegt uns im Greifen nah. Unser Paradies, ein Kuss und wir sind da. Ein Blick von dir verheißt. Mein Gefühl sagt,